Freunde, der beste Kampf des Abends, der Hauptkampf, Manuelsen Rematch gegen Böse Mann. Wir stehen kurz vor den 200.000 Abos. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr ein Abo dalassen würdet, plus die Glocke aktiviert für weiteren Content. Liebe geht raus an die, die schon abonniert haben. Mazdak Army auf entspannten zurücklehnenden Hasen. Let's go! Checkt auch AAA ab. Ich werde die verlinken. Was hat er um seinen Hals? Achso, das ist Schweiß. Er will Revanche für seine Niederlage im Hinkampf. Seine Profibilanz. Ein Kampf, eine Niederlage aus Mülheim. Manu Elsen! Oh, ich bin so gespannt. Was denkt ihr, wer gewinnen wird? Schreibt in die Kommentare. Er gewann den Hinkampf im Rheinland Knockout. Seine Bilanz, 2 Kämpfe, 1 Sieg. Er ist der amtierende AAA Fighting Series Champion aus Stuttgart. Böse Boah, guck mal, Manuel. Kurz vor dem Beginn des Kampfes. Tschüss. Die Halle ist auf jeden Fall. Bruder, der arme Ringrichter. Hat im Grunde schon angefangen, bevor er angefangen hat. Zwei Panzer. Geht da in die Ringmitte. Die sollen mal den Boden trocknen. Schon von Bösemann, wenn man so will. Und signalisiert damit, er ist bereit, er will kämpfen. Bin gespannt, ehrlich. Ohne Scheiß, Leute. Ich freue mich so krass auf diesen Kampf. Agrolino wird darunter leiden. So, da ist er. Der Rückkampf. Manuelsen will seine boxerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das ist eine Schlacht wieder. Da ist kein Boxen. Was ist das? Kickboxen. Pferde in Zaum halten. Ja. Man muss dazu sagen, oh, da ist der linke Ziel gekommen von Bösemann. Man muss dazu sagen, dass Manuelsen, obwohl er diesen ersten Kampf verloren hat, da nicht chancenlos war. Im Gegenteil, er hat gute Phasen gehabt, gerade zu Beginn. Oder was ist das? Wrestling? Was machen die da? Auch deshalb Bösemann hier von Beginn an den Turbo ein und stürmt dann nach vorne. Wow. Hand im Clinch. Ja, schlägt da, bevor der Kampf wieder... Ja, die powern sich direkt aus. Mahnung hier vom Referee. Schön von Böse, muss man hier sagen. Boah, was war das? Ja, aber genau das, was wir jetzt gesehen haben, das muss Manuelsen tun. Lange Führhand, er darf sich auf dieses Brawl gar nicht einlassen. Oh, schlägt da eine Ellbogen. Das war eine Ellbogen. Wollte, glaube ich, eine rechte Gerade schlagen, aber hat die mit dem Unterarm oder mit dem Ellbogen erwischt. Ja, Bösemann stürmt da nach vorn. Sehr, sehr wildes Duell hier. Boah, Junge, wie gehen die da rein? Manuel hat diesmal viel mehr Herz. Ich verstehe nicht, warum Manuel hier nicht lang bleibt. Der trainiert seit so vielen Jahren. Weil er will einfach zu viel. Aber dieser wilde Stil, damit powerst du dich zu früh aus. Der Kampf hier angesetzt auf 6,2 ja. Minuten. Er atmet jetzt schon schwer da in seiner Ecke. Mundschutz raus. Eine gute Gelegenheit für beide nochmal durchzuatmen. Oh, die Nase von ihm ist gebrochen. Beide atmen schwer. Es scheint so, als wäre der Ringarzt auch da, weil die Nase von Manuelsen angebrochen ist. Ja, da. Boah, das ist hier übergebrochen. Zumindest mal gibt es da eine kleine Cut-Verletzung auf der Nase. Ja, sollte nichts allzu Gravierendes aber eigentlich sein. Auf der... Ja, wenn er dadurch nicht mehr atmen kann. Platzwunde stört natürlich beim Atmen, sollte sie tatsächlich angebrochen sein. Aber ist nicht so, dass das Blut ins Auge läuft oder ähnliches. Also, ich denke, der Kampf kann hier weitergehen. Gott sei Dank.
Sie sollen zumindest die erste Runde zu Ende bringen. Okay. Wie? Hä? Und hier jubelt Bösemann, aber der Kampf ist vorbei. Was? Aber Bösemann jubelt, es ist aber kein TKO-Sieg. Also Manuelsen kann ja nicht weitermachen, Nase ist gebrochen durch einen unabsichtlichen Kopfstoß. Diese Info habe ich gerade bekommen vom Referee, das heißt, das Ach, wird als No so. Gewertet. No Contest bedeutet, aber man sieht es auch am Kopf vom Böse, das Blut. So getan, als hätte der Kampf nicht stattgefunden, weil Nein, die Mann. Aktion unbeabsichtigt war. Wäre, Ach komm. Wäre das Kampfgericht davon ausgegangen, dass ist das der Kampf ja? absichtlich passiert ist, dann wäre es eine Disqualifikation geworden. Dann hätte also Manuelsen gewonnen hierdurch. In dem Moment... Ja, da kann keiner was für. In dem Moment, in dem also eine Verletzung dafür sorgt, dass ein Kämpfer nicht weiterkämpfen kann. Für alle, die sich wundern, warum der Kampf hier abgewunken wurde, Manuelsen hat eine Verletzung auf der Nase, aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Nase gebrochen. Durch einen Kopfstoß, durch einen unabsichtlichen Kopfstoß des Gegners. Dementsprechend ja. die offizielle Wertung dieses Kampfes ein No Contest. Das heißt kein Sieger. Ja, kann man nichts machen, scheiße, aber. Aber Manuel ist diesmal mit Herz reingegangen. Sehr enttäuschend, aber naja, was willst du denn machen? Ist halt so. Ich würde gerne die Stelle nochmal sehen, wo er den Kopfschuss gekriegt hat. Boxern jetzt nochmal sprechen. Manuelsen, vielleicht zuerst zu dir. Du bist der mit der Verletzung. Bleib bei mir, Manu. Ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, ich bin direkt hoch in den Ring, um hier anzusagen, die offizielle Wertung ist ein unabsichtlicher Kopfstoß. Wie hast du die Szene erlebt? Ja, also ich habe den Kopf gemerkt, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen, ich habe weitergemacht. Aber es ist natürlich eine verheerende Verletzung jetzt geworden, weißt du, ich meine? Und ich weiß, die Leute sind hierher gekommen, um Blut zu sehen. Das haben wir gesehen. Ich habe ihn ein-, zweimal getroffen. Er hat mich ein-, zweimal getroffen. Es war die erste Runde. Es ist leider Pech, dumm gelaufen. Aber was sollen wir machen? Manchmal ist es so. Ah, das Urteil des Arztes hat am Ende des Tages Gewicht, das kann man nicht anders sagen. Wie geht es jetzt weiter? Also ist die Rechnung noch offen? Ist das Thema geklärt? Gibt es einen dritten Kampf? Ich weiß, es ist relativ schwer, das zu beurteilen, so kurz ist nach dem Kampf, aber was ist deine erste Reaktion? Nein, das Ding ist, ich bin so... Warte mal kurz. Bessim. Bessim, komm her. Seid ihr die Shabab von Bessim? Seid ihr die Shabab von Bessim? Guck mal. Guck mal, Jungs. Guck mal, ich weiß nicht, was ihr euch vorgestellt habt, was das hier oben ist. Jetzt nicht nur an euch. Ja, warte, du kannst schreien sofort. Guck mal, er hat mich getroffen mit dem Kopf. Das war keine Absicht. Er hat kein linkes Boxen gemacht. Manchmal passiert diese Scheiße. Ich hätte auch weiter boxen können, aber die Offiziellen haben gesagt, nein, scheiß drauf. Ich habe ihn ein-, zweimal erwischt. Habe ich ihn erwischt? So ein rechtes Ding war drin. Ich habe ihn erwischt. Es tut mir leid für euch. Wir machen einfach einen dritten Kampf. Aber jetzt könnt ihr uns einfach ein bisschen Pause lassen. Ja, genau so. Dann lassen wir auch Bösemann nochmal zu Wort kommen. Böse, du behältst jetzt natürlich erstmal deinen Titel, aber trotzdem sicherlich nicht das Ergebnis, das du dir erhofft hast. Also seid ihr sicher, dass das mein Kopf war? Wir sehen es in dem Video wahrscheinlich, oder? Man kann sich das auf Video angucken. Ich selbst habe die Szene jetzt noch nicht gesehen, habe das Replay noch nicht gesehen, aber wir können das ohne Probleme nachprüfen. Ich bin mir sicher, das war mit der rechten Hand hier. Ich weiß es, aber wir schauen es im Video. Kein Problem. Wie dem auch sei. Er war bereit, weiter zu kämpfen. Respekt. Mit gebrochener Nase, Respekt. Wärst du bereit, einen dritten Kampf zu machen? Klar, kein Problem, ich bin dabei. Ich bin dabei, natürlich. Weil es ist immer noch, aber starker Kampf. Ganz anders. Okay, dann würde ich sagen, auch wenn das hier ein Ende war, dass
sicher keiner sich gewünscht hat. Nee. Manu hat es gesagt, sowas passiert im Boxen, da steckt man einfach nicht drin. Trotzdem einen großen Applaus für diese beiden, die sich hier reingestellt haben. Und nochmal. Ja, komm, scheiß drauf. Die können nichts dafür. Scheiß drauf. Ich bin sehr enttäuscht, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Sehr enttäuscht. Nicht so lange wach geblieben. Sonst gehe ich immer um 9 Uhr schlafen. Dann wird schon fast Mitternacht. Ah, die haben die Trainer geswitcht. Checkt auf jeden Fall AAA ab. Die werden in Zukunft weiterhin sehr, sehr geile Events starten. Ich war auch da eingeladen. Ich wäre da live vor Ort gewesen. Ging aber leider nicht aufgrund von ja, privater Sachen. Bei mir steht nun der Kopf von AAA bzw. auch der AAA Fighting Series, Dino. Das war natürlich ein Ende, das du dir so mit Sicherheit auch nicht gewünscht hast. Wie ist Liebe geht hier auch raus an Dino. Also, dass wir natürlich nicht mit so einem Ende heute gerechnet haben, aber im Leben kommt es oft an. Ja. Und es ist so, dass wir, glaube ich, heute, da ich angekündigt habe, ein Statement gesetzt haben im Kampfsport. Denn alle, die heute hier im Ring waren, die haben eine massive, extravagante Leistung gebracht und jeder ist an seine Grenzen gegangen. Man muss ganz klar sagen, egal ob das Barello, Kurt Ibo, Manu, Bösemann, Senat Gashi, vielen Dank und im Speziellen natürlich Amar und Mustafa Amadou, der jetzt in ganz Deutschland bekannt sein sollte. Die beiden haben gesagt, die würden einen dritten Kampf machen. Ist das etwas, das du als Veranstalter machen würdest? Also es ist natürlich so, dass wir jetzt das Ganze erstmal analysieren müssen, gucken müssen und dann uns natürlich mit den Parteien auch zusammensetzen und gucken, was wir als nächste Fights announcen werden. Okay, also das sind die Worte von Dino. Das war's mit der zweiten AAA Fighting Series hier aus dem wunderschönen Kings Resort. Ja, Freunde, war sehr, sehr spannend. Ich habe mir die Kämpfe alle reingezogen. Am Anfang gab es tatsächlich Probleme mit der Internetleitung, also mit der Übertragung etc. Hat für sehr viel Aufruhr gesorgt, aber am Ende des Tages hat es für die wichtigen Kämpfe relativ gut funktioniert. So viel meine Meinung dazu. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt clean, denkt immer daran. Auch in euch steckt ein kleiner Mustang.